Sie haben ja gerade schon von Befindlichkeiten gesprochen. Bringt mich zu Timo Röttger. Was ist denn der Sachstand über die Saison hinaus bei ihm und spielt für den Sachstand eine Rolle, das, was ja so gerade in der Woche war, Facebook-Gruppe gegründet, pro Röttger, so dieses große Kategorie Identifikationsfigur für Verein und Fans, ist das irgendwie so, spielt das dabei eine Rolle oder ist das völlig egal? Null. Spielt null Rolle. Ja, weil ich kann eine Mannschaft nicht aufgrund von Befindlichkeiten zusammenstellen. Und ich kann auch nicht zu einem Spieler sagen, komm, jetzt kriegst du mal einen Vertrag und nächstes Jahr hängt er ein Jahr dann die Rübe runter. Ja, wir werden uns zusammensetzen, ich habe mit Timo schon mal kurz gesprochen, ich habe mit seinem Berater schon mal kurz gesprochen, ich habe mit Ralf darüber kurz gesprochen. Wir werden uns zusammensetzen, aber mich interessiert nicht, ob das nachher 50 sind oder ob das 5.000 sind, die für ihn sind. Ja, weil ich muss mit ihm arbeiten oder ich darf mit ihm arbeiten. Ja. Über mein Verhältnis zu Timo braucht sich keiner Gedanken machen. Ja, ich glaube, wir schätzen uns beide sehr und ich mag ihn auch menschlich total. Aber faktisch halt auch, dass er rein mit der Spielweise von uns, dass es nicht seine ist. Ja, damit sage ich auch nichts Neues. Ja. Aber faktisch auch, er bringt eigentlich immer wieder richtig Schwung mit rein, ohne dass ich sage, ich glaube sogar, es war sein erstes Tor jetzt. Und ich glaube auch, er hat noch keine Torvorlage gehabt. Also richtig effektiv war er da nicht. Aber er bringt eine Emotionalität dann aufs Spielfeld, die uns einfach dann immer wieder gut tut. Ja, und auch eine Fokussierung des Gegners offenbar auf seine Spielweise dann. Und deswegen weiß ich ja auch, dass du nicht immer 11 gleiche auf dem Platz haben darfst in der Zwischenzeit. Früher habe ich da anders gedacht. Aber also so sehr ich das auch schätze von den Fans und so gut ich das auch finde für den Timo, weil das hat er verdient, aber die Emotionalität eines Fans in seinem Klick, ja, für ihn ist es ja bloß ein gefällt mir. Ja, für mich ist es ein Jahr lang Arbeit. Ja, das ist dann schon ein Unterschied. Gibt es trotzdem Spiele, Sie haben jetzt gesagt, so in Fabio Cortotti haben Sie jetzt gerade explizit genannt, Führungsspieler Frahn ist wahrscheinlich ja einer, den Sie sofort nennen würden, Dominik Kaiser. Gibt es sonst noch jemanden, wo Sie jetzt im Moment sagen, der ist, wenn er auch mal 3-4 mittelmäßige Spiele hat, nicht ersetzbar? Es kommt immer darauf an, was mittelmäßige Spiele dann heißt. Ja, also im Gegensatz zu anderen war das Spiel von Heidi im Vergleich zu dem, was er leisten kann, letzte Woche für mich ein mittelmäßiges Spiel, ja, von Heidi. Und trotzdem überlege ich jetzt nicht, wenn er nochmal 3 solche abliefert. Ja, das gehört auch immer dazu, was für eine Konstanz gibt man seinen Mitspielern in der Nähe, was für eine Konstanz gibt man der Mannschaft. Aber es sind diese 3, habe ich von Anfang an gesagt, und das ändert sich auch nicht, wo für mich das Gerücht darstellen. Und Gott sei Dank haben wir darüber hinaus 14 weitere Feldspieler, wo ich sicher bin, dass sie jederzeit die Rolle gut spielen. Man muss ja auch sagen, Josef Paulsen ist ab dem ersten Spieltag hat er gespielt und war außer gegen Chemnitz, glaube ich, jedes Mal auf dem Platz. Also das ist dann schon auch ein Spieler, wo man definitiv in die Kategorie mit einordnen kann. Aber jetzt nicht in der Rolle, in der ich Fabio, Domme und Frani sehe, nämlich als absolute Stabilisatoren der Mannschaft. Und man hat es ja auch gesehen, ich glaube sogar in einem Spiel waren alle 3 nicht dabei, irgendwann mal vor Weihnachten. In vielen, oder wo war das? In einem Spiel hat nur Domek gespielt. Also das geht durchaus auch ohne die. Ja, aber für mich sind sie wichtig, ja, als Stabilisatoren der Mannschaft. Aber Heidi ist gerade eben sehr stabil. Im Mittelfeld macht es Jo immer wieder richtig gut. Diego ist gerade eben absolut unumstritten. Also es geht schon Richtung Ende der Runde dann irgendwann auch mal so, dass nicht jeder Spieler jedes Mal Angst haben muss, dass er nicht spielt. Ja. Und das bleibt auch so. Ja. Spiel gut, trainier gut, dann hast du die allerbesten Voraussetzungen, dass du nächste Woche wieder spielst. Hab nur Ansprüche und du hast die allerbesten Voraussetzungen, dass du nächste Woche nicht mehr im Kader bist. Und auch dort habe ich ganz kurz mal Bauchschmerzen. Und danach denke ich mir, ja, du weißt, was du bringen musst, also bring's. Ansonsten kannst du von mir aus deinen Berater und deine Eltern anheulen, aber mich nicht. Also ich bin in der Defensive auch immer ein bisschen empfindlich, dass ich da sage, da müssen sich auch bestimmte Dinge einspielen.
Aber das ist für mich keine Ausrede dafür, dass man dann mal sagen kann, okay, jetzt spiel mal drei oder viermal. Das würde sich ja ein Mittelfeldspieler oder ein Stürmer auch wünschen. Ja. Also deswegen, die haben das gut gemacht jetzt. Die Mannschaft spielt jetzt in Serie zu null. Dann gibt es ja keinen Grund. Aber wenn man dann die letzten 10 Minuten oder gegen Kiel 48 Minuten oder 50 Minuten eine Umstellung macht, wo man sagt, hey, ich will jetzt einfach nur mal einen Großen irgendwo in der Mannschaft haben, dann ziehe ich Tim rechts raus oder ziehe Tim auf die Sechserposition, Fabi rein oder Tobi rein und es funktioniert. Ja, das ist ja, für mich ist ja die einzige Überlegung, die überhaupt zählt, wie gewinnen wir das Spiel. Ja, mich interessiert es ja in Furz, ob der Röhl von Anfang an spielt oder irgendwann mal reinkommt. Oder ob der Tim Sebastian auf rechts anfängt oder auf der Innenverteidigerposition oder auf der Bank sitzt. Interessiert mich überhaupt nicht. Also diese Eigenbefindlichkeiten dann, wo der Spieler vielleicht hat und wo vielleicht auch der Fan seine Gesundheit Prioritäten hat, ja, das interessiert mich überhaupt gar nicht.